bin Simon, bin 37, habe eine kleine Familie, Frau und zwei Kinder. Ich bin Grafiker von Beruf und habe Colitis ulcerosa seit 2016. Als damals Colitis ulcerosa diagnostiziert wurde, ist bei mir, habe ich das irgendwie gar nicht so realisiert. Für mich war das ein bisschen fern und man hat sich dann irgendwie mehr und mehr dann damit auseinandergesetzt, je mehr Schübe, die man logischerweise hatte. Der Verlauf von meiner Krankheit war ein auf und ab. Vor allem am Anfang hatte ich viel mehr Schübe. Es war ein bisschen schwierig. Oder? Und man muss es wirklich akzeptieren und sich vielleicht auch nicht immer zu fest einlesen. Dann geht es einem wahrscheinlich ein bisschen besser. Und ich sage, mit der Zeit, mit den verschiedenen Therapien und Sachen, die man ausprobiert hat, ob es schulmedizinisch oder alternativ, lernt man alles ein bisschen besser kennen. Man wird ein bisschen ruhiger. Man weiß, wie reagieren und ja, es hat Phasen gegeben, in denen ich mich ein bisschen unwohl gefühlt habe, ein bisschen zurückgezogen habe, vielleicht auch mal recht ein Tief gehabt, aber irgendwann habe ich mir müssen sagen, hey, die Zeit, wo ich wirklich unter den Leuten bin, die geniesse ich und ich bin ein gesellschaftlicher Mensch, also ich bin gerne in der Gesellschaft und schlussendlich holte ich das auch wieder raus, auch wenn du einen Schub hast, okay, vielleicht gehst du vielleicht einmal weniger unter die Leute. Aber am Schluss, ja, ich glaube, kann man mit gewissen schönen Erlebnissen die Krankheit ein bisschen wegstecken. Ich würde behaupten, dass ich heute noch sehr engagiert bin, ob das im Geschäft ist, im Gemeinderat oder sonst die Vereine. Ich habe für mich herausgefunden, dass ich bin, oder? Das ist eine Leidenschaft von mir. Ich mache das mega gerne, engagiert sein, irgendetwas auf die Beine zu stellen. Aber Hankerung glaube ich auch, dass man ja, auf sich muss schauen, irgendwo den Ausgleich finden. Ich mache das mit Velofahren oder mit Tai Chi, was ich erst kürzlich angefangen habe. Oder auch mit der Familie. Die Kinder und die Frau geben mir sehr viel, wo ich mich einfach zurückziehen kann. Und das ist sehr wichtig. Man kann sein, wie man ist. Und bei den Sachen, die du für dich allein machst, dann kannst du mit deinen Gedanken arbeiten, kannst oben und runter fahren. Und ich glaube, dort auch ja, für dich den Weg ein bisschen finden. Also es gibt verschiedene Erlebnisse, die ich hatte, wo ich trotz Schub eigentlich glücklich war und wirklich unter den Leuten mich wohlgefühlt habe. Und es war an der Fasnacht bei uns, gibt es so einen Narrenkönig, sagt man dem. Das heisst, du bist eigentlich 4 Tage unterwegs mit Kindern, mit Leuten aus dem Dorf und es hat mir grundsätzlich mega gut getan. Es war eine Phase, ja, es ist gerade so ein bisschen nach einem Schub und vor einem Schub, sage ich jetzt einmal, so ein zwischendrin. Man hat immer wieder mal ein bisschen Bauchweh gehabt. Aber das steckst du irgendwie weg, weil die schönen Erlebnisse mit den Leuten und wie sagt man so schön, Konfetti versüssen zu leben, das war wirklich dort so. Und es gibt noch viel mehr Erlebnisse, auch während der Reise. Ich sage jetzt, in Mexiko bin ich tauchen und in dem Moment habe ich gar nichts gespürt. Oder? Das sind so Sachen, die man sich dann auch einprägt. Ja. Für mich war es sehr wichtig, mein Umfeld. Das heisst, erstens mal im Geschäft oder heute im Gemeinderat oder auch in den Vereinen sofort auch zu informieren, dass ich die mit dieser ja, Krankheit erlebe. Ich glaube, wenn man offener ist, dann ist die Akzeptanz auch grösser von den Leuten. Oder wenn es einem vielleicht nicht mal oder nicht so gut geht, dass man kann sagen, hey, schau, heute geht es nicht, aus den bekannten Gründen. Und die Leute akzeptieren das auch. Und ich finde, es darf kein Tabu sein, irgendeine Krankheit zu haben und nicht darüber zu reden. Weil ich glaube, man kommt auch weiter. Es gibt vielleicht irgendwelche Leute, die dir helfen können. Wenn ich heute in die Kristallkugel schaue, man weiss ja nie, wo es hingeht grundsätzlich. Aber ich wünschte mir, dass ich es noch ein bisschen mehr in den Griff bekomme, die Krankheit, ein bisschen ruhiger wird. Ich muss keine Angst haben, dass wenn ich irgendwo bin, es ist immer noch so, dass du jeden Moment, wo du irgendwo bist, musst wissen, wo die WCs sind. Und vielleicht, wenn ich auswärts gehe, essen, fühle ich mich nicht ganz so wohl, weil ich nicht weiss, ja, verleide ich es oder verleide ich es nicht. Ich würde gerne das ein bisschen mehr wegstecken können und ja, mich weiterhin so können bewegen in der Familie, in der Gesellschaft. Und das hoffe ich auch, dass der Mut bleibt und
Das wünsche ich mir auch für andere Leute, die Diagnose vielleicht erst gerade frisch haben oder auch schon länger damit leben und sich ja, vielleicht ein bisschen zu oft dann verstecken, dass die auch den Mut irgendwie haben können, zu sagen, hey, es tut eigentlich gut, mich mit anderen Leuten auszutauschen.